Moin, moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV, dem Inselfernsehen. In den vergangenen Tagen fand am Brandenburger Strand in Westerland die Windsurf-WM statt. Mercedes-Benz präsentierte in der vergangenen Woche auf Sylt seine neuen E-Klasse-Modelle. Bei einer Podiumsdiskussion im alten Kursaal in Westerland stellten sich die Kandidaten aller Parteien den Fragen interessierter Bürger. Und beim Internationalen Museumstag am vergangenen Samstag im Altfriesischen Haus in Keitum und im Keitumer Heimatmuseum konnten die Besucher tief eintauchen in die Sylter Vergangenheit. Viel Spaß beim Anschauen! Am Mittwoch startete am Brandenburger Strand in Westerland das Rolleis Summer Opening. Bis Sonntag kämpften 63 Windsurfer aus 14 Nationen um die Siege beim Slalom, Racing und Wellenreiten. Den ersten Veranstaltungstag dominierte der Kieler Vincent Langer im Racing. Am zweiten Tag ließ der Wind leider auf sich warten, der Wettkampftag blieb ohne Wertung. Und der Wind kam am darauffolgenden Tag, konnten bei 5 bis 6 Windstärken die Slalom-Wettkämpfe ausgetragen werden. Der Flensburger Gunnar Asmussen siegte und auch die Disziplin Wellenreiten konnte durchgeführt werden. Der Hamburger Klaas Voget entschied die Heats für sich. Im Rahmen des Rolleis Summer Openings wurden die Slalom-Weltmeisterschaften ausgetragen, die Tour des deutschen Windsurf-Cups eröffnet und die offiziellen Formula Windsurfing-Europameisterschaften ausgetragen. Am Sonntag fand das große Finale der IFCA-Slalom-Weltmeisterschaft statt. Bei perfekten Bedingungen konnten zwei weitere Slalom-Serien abgeschlossen werden. Dann war die Sensation perfekt. Zum ersten Mal gab es einen deutschen Doppelsieg im Slalom. Der Flensburger Gunnar Asmussen ist der neue Slalom-Weltmeister. Vincent Langer aus Kiel freute sich über den Vize-Weltmeistertitel. Der Niederländer Jordi Fonck wurde Dritter. An den 5 Regattatagen kamen etwa 80.000 Besucher auf die Westerländer Promenade und an den Flutsaum des Brandenburger Strandes. Die Sansibar am Rantumer Strand steht für Lifestyle und Luxus. In den kommenden Tagen präsentiert Mercedes-Benz seinen neuen Luxuswagen in Hamburg und auf Sylt. Täglich ist das Kultrestaurant Sansibar der Anlaufpunkt der Autos. Wir machen hier eine internationale Fahrveranstaltung mit dem E-Klasse Coupé und Cabrio. Wir haben hier die nächsten 14 Tage ca. 250 Medienvertreter aus 15 Ländern der Welt eingeladen, um hier in dieser schönen Gegend unsere neue E-Klasse zu präsentieren. Die sportlichen Wagen zogen am Mittwochabend alle Blicke auf sich. Das Design und die Ausstattung bieten viel Neues. Wir haben das Fahrzeug grundlegend erneuert. Drei Schwerpunkte gibt es, einmal das Thema Design, dann das Thema Aggregate und das Thema Assistenzsysteme, bei uns unter dem Dachbegriff Mercedes-Benz Intelligent Drive zusammengefasst. Als erstes vielleicht das Design, eine ganz neue Front mit neuem Kühllufteinlass, mit neuer Frontschürze, auch dann mit den neuen Scheinwerfern, die dann ein ganz neues Gesicht, sagen wir, des Fahrzeugs bilden, aber natürlich auch am Heck. Neue Stoßfänger, neue Heckleuchten im Innenraum, neue Oberflächen, neues Lenkrad, neues Cockpit gemacht. Und es gibt dann doch einen sehr frischen, sportlichen Gesamtauftritt unseres neuen Coupés. Bei den Motoren gibt es neue Vierzylinder-Benzinmotoren, einen neuen Sechszylinder-Benzinmotor. Und die haben wie auch unser modifizierter Sechszylinder-Dieselmotor schon die Euro 6 Norm. Serienmäßig mit dabei. Unser LED-Fernlichtassistent, der den Gegenverkehr jetzt ausschneidet aus dem Fernlicht und damit nicht blendet, obwohl eine sehr, sehr gute Fernsicht erhalten bleibt. Das Thema automatisches Einparken, das heißt, das Fahrzeug erkennt Parklücken, erkennt auch, wie sie geformt sind und parkt dann selbstständig das Fahrzeug längs oder quer ein, eben je nach Parklücke. Sportlichkeit und Eleganz in Verbindung mit exklusiven Ausstattungen versprechen großen Fahrspaß mit den E-Klasse Coupés und Cabrios. Die Wagen kommen ab dem 1. Juni auf den Markt und kosten ab 42.600 Euro.
26. Mai wählen die Schleswig-Holsteiner. Die Kommunalwahl ist auch auf Sylt ein großes Thema. Im alten Kursaal in Westerland diskutierten etwa 100 Bürger der Gemeinde Sylt mit den Kandidaten aller Parteien über die drängendsten Probleme der Insel und wie die Politik darauf reagieren will. Dirk Ibsen von der SWG, Wolfgang Jensen, CDU, Gerd Nielsen, SPD, Klaus Jensen vom SSW, Maria Andresen von den Grünen, Oliver Sippel von den Piraten und Lars Schmidt von der Inselliste Zukunft Sylt stellten sich den Fragen des Publikums. Das ganz große Kernthema des Abends war der fehlende Dauerwohnraum für Insulaner und der zukünftig geplante Wohnungsbau auf Sylt, um den Wegzug zu stoppen und damit auch die Infrastruktur Sylts zukünftig zu sichern. Ein weiteres Thema des Abends war die Fusion der Gemeinden der Insel. Am Internationalen Museumstag nahmen auch auf Sylt das Keitumer Heimatmuseum und das Altfriesische Haus teil. Interessierte Museumsbesucher, darunter viele Urlauber, konnten am Sonntag die vom Söllring für Inning betriebenen Museen kostenlos besuchen. Im Heimatmuseum zeigte Schmied Hans die alte Handwerkskunst. Drinnen wurde gesponnen, gewebt und geklöppelt. Im Altfriesischen Haus wurde Sylter Geschichte wieder lebendig. Die Besucher trafen den Walfänger und Erbauer des Hauses Peter Owen und dessen Familie. Einige Sylter waren in die historischen Rollen geschlüpft und berichteten anschaulich von ihrem Alltag um 1750. Die freie Autorin und Kunsthistorikerin Barbara Tiasemi stellte ihr neues Buch vor. Darin zu finden original syltfriesische Rezepte. Mir ist es einfach wichtig, ich bin ja eigentlich Kunsthistorikerin und Museumspädagogin und ich habe da irgendwie so einen Idealismus und ich finde es einfach so wichtig, dass so diese ganzen alten zum Beispiel Konservierungsmöglichkeiten, die sie früher hatten, dass sowas nicht verloren geht, dass man auch das, was die Alten eigentlich noch wissen, dass man das ja irgendwie doch wieder jetzt komprimiert aufnehmen muss, um es an die jüngeren Generationen weiterzugeben. Der Sylter Heimatverein hatte einen tollen Museumstag organisiert. An den zahlreichen Besuchern des Tages wurde deutlich, wie erfolgreich und engagiert der Söllring für Inning auf Sylt arbeitet. Die Musikgruppe Bendix hat nach Von Sylt in die Welt ihre zweite Single herausgebracht mit dem Titel Rühmhart Clark Kimming. Der Sylter Lars Bendix Düsen kommt immer wieder gerne auf seine Heimatinsel zurück und lässt sich von ihr inspirieren. Das Video zur neuen Single entstand während des Biekefestes am 21. Februar. Rühmhart Clark Kimming steht für alle Fans kostenfrei im Internet zum Downloaden bereit. Das war uns meistens nicht so toll. Hat sich verzockt ums große Geld. Wollt doch nur einmal mitspielen in der schönen reichen Welt. Jetzt liegt er gut in deinen Fischen. Bist du das Futter, solltest du dich bei den anderen fischen. Dass auch bei mir mal etwas richtig Großes läuft. Hab viel probiert und viel verloren. Ich bin 6-mal gestorben, 7-mal neu geboren. Ich trag mein Stolz, er ist alles, was ich hab. Vom ersten bis zum letzten Tag komm ich in mein Grab und werde über mich hartig lächelst. Ich frag mich, was am Ende der Leben wirklich echt ist.
Die Sturmhaube in Kampen hat ab sofort einen neuen Pächter. Josef Lagner von der Lagner Gruppe, die in ganz Deutschland Restaurants betreibt, hat diese Aufgabe übernommen. Das Restaurant am Roten Kliff wurde renoviert, Fenster und Türen erneuert. Am gastronomischen Konzept der Location wird festgehalten. Aus einem Apartmenthaus in der Kampstraße in Westerland wurde am Sonntag gegen 17 Uhr Rauchentwicklung gemeldet. Ein Großaufgebot der Westerländer Wehr mit Drehleiter, das DRK und die Polizei rückten an. Im dritten Stock wurden die Wehrleute fündig. Auf einem Herd war Essen in Brand geraten. Der Brandherd war sehr schnell unter Kontrolle. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Am Sonntag bildeten sich an der Westerländer Sylt-Shuttle-Verladestation lange Staus. Die große Abreisewelle nach dem verlängerten Wochenende führte zu Wartezeiten. Die Urlauber mussten viel Geduld aufbringen, um von der Insel zu reisen. Auf der Zufahrtsstraße zur Verladestation ging zeitweise gar nichts mehr. Und auch die Straßen in der Westerländer Innenstadt waren überlastet.